Sally. Sie sind ja aus der Schweiz hergekommen, habe ich gerade erfahren, und haben jetzt heute ein tolles Seminar mit Harald Psarides erlebt und haben sicherlich einiges dazu zu erzählen. Wie fanden Sie das Seminar? Also das Seminar fand ich sehr toll. Das war wirklich sehr hilfreich und das waren sehr viele Inputs, wo aus meiner Sicht die Geisteshaltung heutzutage, was much entscheidend ist für den Verkauf, für den Erfolg, haben wir heute noch näher kennengelernt. Und somit kann ich jetzt für mich persönlich sehr vieles mitnehmen, wo ich dann auch umsetzen kann. Da kommen wir dann gleich zur zweiten Frage. Was nehmen Sie denn für sich persönlich aus dem Seminar mit? Ja, dass viele Glaubenssätze eigentlich gar nicht richtig oder falsch sind. Das sind sogenannte Psychofallen im täglichen Leben, wo man sich dann irgendwo einlässt. Aber wenn man die Vogelperspektive nimmt, also objektiv das Ganze betrachtet, dann ist der Schlüssel eigentlich sehr nah. Also man kann wirklich sehr, sehr erfolgreich sein. Was hat Sie an Harald Psarides am meisten inspiriert von seinen? Also natürlich ein toller Mensch und er hat das ja vorgelebt. Und seit 20, 30 Jahre lang Führungskraft und dann das mit Riesenerfolg. Und da Psarides ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Und sehr glaubwürdig und von dem kann man sehr viel lernen. Ja. Es gab ja heute eine kleine Prüfung, wo man am Anfang nicht wusste, ob man es hinterher schafft. Ja. Das Brett durchschlagen, die Energie auf den Punkt bringen. Wie haben Sie das erlebt? Was hat es Ihnen gebracht? Ja, das ist wiederum das war natürlich ganz speziell, dieses Erlebnis. Und man hat natürlich schon irgendwo Gedanken, ja, klappt das, kann das sein, nicht. Und, aber wenn jemand das wirklich jahrelang immer gemacht hat und wir hatten ja auch weibliche Teilnehmer und die waren auch sehr mutig. Und dann war für mich ganz klar, es muss klappen. Also es muss klappen und wie es klappen wird, haben wir ja gesehen mit der richtigen Einstellung dazu. Aber es war natürlich sehr interessant und spannend, ja. Sally, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch, ja.